Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevelsCard12. Ich begrüße euch zu einem frisch geschaut Video. Ja, heute mit dem Film Bad Boys for Life. Der mittlerweile dritte Teil dieser Action-Komödie-Action-Reihe, Freunde, mit den beiden Superstars Will Smith. Das ist dieser Herr, kennen wir natürlich alle, und Martin Lawrence müsste auch jeder kennen, denke ich mal. Warum die Namen jetzt hier bei ihm Martin steht und bei ihm Will, das weiß nur hier Sony, die das rausgebracht haben. Ja, ich habe mir den Film gerade eben reingezogen, Freunde. Und es ist eine Produktion von Don Simpson und Jerry Bruckheimer. Das sind die Produzenten, Freunde. Das ist richtig cool. Der Film wurde von den beiden Regisseuren El Arbi und Bilal Fallah dirigiert. Und die beiden sind, glaube ich, Belgier mit marokkanischen Wurzeln. Was ja eigentlich Marokkaner macht, ne? Die haben diesen Film hier gedreht. Und die beiden sollen auch für Beverly Hills Cop 4 Regie auf den Regiestühlen sitzen. Leute, gut, hat jetzt damit nichts zu tun, aber warum muss man ein Beverly Hills Cop 4 drehen? Soll auch Eddie Murphy spielen, aber für mich wirklich reicht es mit den drei Teilen. Wobei hier, Freunde, Bad Boys, nach dem Erfolg diesen Films, soll auch ein vierter Teil kommen. Naja, gut. Der Regisseur von den ersten beiden Teilen, Michael Bay, der spielt auch hier eine kleine Rolle, Freunde, im Film. Und ja, zur Story. Zur Story. Es geht darum, dass eine, ja, inhaftierte mexikanische Frau dem Gefängnis entflieht, mithilfe ihres Sohnes, und die dann einen Rachefeldzug planen, unter anderem auch auf Will Smith, beziehungsweise er heißt ja genau Mike. Ja. Auf Mike haben die es abgesehen und irgendwo erwischen sie ihn und er überlebt zwar und er macht sich dann auf Rachefeldzug, um die beiden beziehungsweise halt den Killer zu finden, der einen nach den anderen die Leute abmurkst auf einen Rachefeldzug, Freunde. Mittlerweile hat Markus die Schnauze voll und genießt sein Leben in Rente, Freunde. Er möchte einfach nicht mehr Bad Boys sein. Aber nach dem Attentat beschließt er, seinem Kumpel zu helfen, und die beiden machen sich auf den Weg, um den Mörder zu finden halt, oder um die Killer zu finden, um die bösen Jungs zu finden. So, die Reise führt die dann von Miami nach Mexiko, und wobei Mexiko, da muss ich wirklich sagen, manche Filme, die halt so Kultfilme wie Rambo, ja, oder da war noch so ein Film, die haben auch dieses mexikanische Thema, genau, Terminator war das. Und auch hier ist wieder Mexikaner. Ja. Okay, zur Synchro, Freunde. Die Synchro, da muss ich mal ein Wort dran verlieren, denn ich habe wirklich gehofft, bitte, bitte, lass es die Originalstimmen, die bekannte Stimme von Will Smith sein und die bekannte Stimme von Martin Lawrence sein. Seine Stimme ist die Stimme, Freunde, die wir halt kennen aus Fresh Prince of Bel-Air, aus etlichen seiner Filme, also halt seine Stimme.
Martin Lawrence Stimme kam mir als erstes so ein bisschen komisch vor, obwohl die sehr, sehr ähnlich ist. Da habe ich dann natürlich erstmal geforscht, Freunde, wie so oft, und gesehen, dass er die nicht die deutsche Synchronstimme von Martin Lawrence hat, sondern so eine ähnliche halt, dass jemand anderes das spricht. Aber Freunde, er hat die Stimme auch im zweiten Teil so. Im ersten Teil spricht es die deutsche Synchronstimme von Martin Lawrence. Im zweiten Teil nicht, im dritten Teil auch nicht. Er wiederum, im ersten Teil wird er von jemand anders gesprochen, im zweiten und im dritten Teil halt von der typischen Will Smith-Stimme. Ja, wie gesagt, die Stimme von Martin Lawrence ist eigentlich, ja, die ist sehr gut, professionell. Und klingt auch so ähnlich wie die deutsche Stimme, wie die Stimme von zum Beispiel, wenn ihr so an Filme denkt wie Der Diamantenkopf oder Big Mamas Haus oder so, diese Stimme halt, die habe ich erwartet, aber kam halt eine andere Stimme. Naja, gut. So, ansonsten, Freunde, haben wir hier die Blu-ray-Disc, die sieht dann so aus vom Design her. Ein schönes Design, finde ich, passend zu diesem Miami-Theme. Und es ist wieder ein heißer Wagen am Start. Nicht ein Ferrari, sondern ein Porsche. Jetzt schauen wir uns mal die Rückseite an. Ja, zum Bonusmaterial, Freunde. Bonus, da haben wir, beziehungsweise wir gucken uns erstmal die Synchro an, welche Sprachen es alles drauf gibt hier. Neben Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch gibt's auch, ja, Türkisch. Sony, danke schön, danke, danke. Super geil. Ja, ich hab mir den Film natürlich als erstes in Türkisch angeschaut und natürlich dann noch einmal in Deutsch, also zweimal hintereinander, die volle Packung Bad Boys, Freunde. Ansonsten, das Bonusmaterial ist in Originalsprache mit Untertiteln. Da haben wir zum Beispiel erweiterte und alternative Szenen, wie der Name schon sagt. Dann Outtakes und Patzer, also so Blobbers, ja, so Versprecher halt. Dann das Making of zu Bad Boys for Life. Komplizen hinter Kulissen ist auch so ein Making of halt mit den Regisseuren. Und genauso wie das hier, Es wird Zeit, der dritte Teil der Serie. Dann gibt es noch Easter Eggs mit den beiden Regisseuren. Werden dann so kleine Easter Eggs aufgedeckt. Auch tolle Sache. Und vieles mehr steht hier. Aber ganz so viel ist jetzt auch nicht so. Aber man wird schon irgendwie unterhalten und erfährt vieles. Was ich erwarten würde, wäre noch ein Musikvideo, Freunde. Hätte jetzt nicht unbedingt Will Smith ein Musikvideo sein sollen, aber ich habe gesehen, da ist von den Black Eyed Peas ein Song drauf, beziehungsweise von dem Soundtrack halt ein Musikvideo, werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken, genauso wie Making of von Will Smith. Der hat auf seinem Kanal sehr schöne Making ofs zu diesem Film gemacht und diese paar Videos werde ich auch in der Beschreibung verlinken, Freunde. Ja, ansonsten, Freunde, mir gefällt der Film ganz gut. Ein moderner Film. Will Smith sieht immer noch gleich aus, Freunde. Aber Martin Lawrence sieht man auch. Okay, hier sieht man jetzt nicht so, weil er so zur Seite guckt. Aber wenn er so direkt in die Kamera guckt, merkt man schon, dass die Zeit an ihm genagt hat und er ist ein bisschen fülliger geworden, aber Will Smith sieht immer noch aus wie von 1995, wo der erste Film rausgekommen ist. Ja, aber trotzdem, ich liebe beide. Ich liebe Will Smith, seine Serie, seine Filme. Ich liebe Martin Lawrence. Ja, der Film ist auch, wie gesagt, ganz gut geworden. Kann man sich reinziehen als Actionfilm mit ein paar lustigen Momenten, Freunde. Der Film ist auch sehr brutal, muss ich sagen.
wenn die da mit Messern aufeinander losgehen und die Schießerei und die Jagd mit dem Motorrad. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool geworden, der Film. Aber, Freunde, ich sag mal so, ich gebe dem Film 4 Sterne von 5 möglichen Freunde. Weil mich einfach, ich habe einfach die Erwartung vom ersten und zweiten Teil auch bei diesem gesucht und leider nicht, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Ansonsten, der Film ist sehr gut, kann man sich wirklich in die Sammlung tun, als Fan der beiden sowieso und als Trilogie. Und mittlerweile, weil der Film so erfolgreich ist, der hat wirklich mit 90 Millionen Budget, hat er 419 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt. Das hat die natürlich auf einen vierten Teil, wird schon daran gewerkelt, Freunde. Ja, wie gesagt, 4 Sterne, gute 4 Sterne für diesen coolen Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.